IMA 2015 Las Vegas. Audi ist hier mit einem imposanten Stand vertreten. Naja, ein bisschen übersichtlich ist er schon geraten, gemessen an dem, was man sonst auf der CIMA sieht, ist er ganz schön klein. Aber Audi hat hier schon zwei Top-Modelle hingestellt. Einmal haben wir hier den S3, Sedan heißt er hier, und dann haben wir hier den SQ5. Und da zeigt man dann eben, wie Audi das Tuning versteht. Ganz dezent, so muss es sein. Aber man hat hier schon mal Farbpakete, ne? Dann viel an Optik, Leder drin und sowas alles, auch 21 Zöller. Und das ist schon richtig was, denn man muss mal gucken, ne? 26.000 Dollar Unterschied von der Basis zu dem, was jetzt hier alles reingesteckt wurde. Top, sagt Audi, ist aber hier Dachgepäckträger. Ne? Typisch hochwertiges Tuning, da muss ein Dachgepäckträger hin. Relativ langweilig, es gibt andere Hersteller, die zeigen hier richtig geile Sachen. So, hier sehen wir, wie Thule das gelöst hat. Letztendlich auch einen schönen Dachgepäckträger. Ne? Irgendwie sieht das aber viel, viel sexier aus. Ich weiß nicht genau, ob das daran liegt, dass hier das Auto, was da drunter geschraubt ist, nochmal viel aufwendiger und optisch stärker gepimpt ist, ne? Also getuned. Um einen direkten Vergleich zu haben, da gehen wir mal nach da hinten, weil da steht dann nochmal ein SQ5, so wie wir ihn eben bei Audi gesehen haben. So, hier sehen wir dann jetzt eben den Audi SQ5. Und hier sind die Fahrräder nicht eben oben drauf gebracht, sondern hier hinten dran geschnallt. Ne? Und hier ist dann so eine schöne Dachbox. Ne? Die ist jetzt hier aus Plastik, nicht aus Carbon. Den Trend, den hat eigentlich der Jon Olsen gesetzt, der auf seinen Audi RS6 DTM einfach mal so eine Carbonbox oben drauf geschraubt hat. Vor einem guten Jahr war das und jetzt total trendy geworden auf getunten Fahrzeugen, so Dachboxen. Und Thule macht das irgendwie ganz schick. Ne? Und hier steht schon wieder ein Audi SQ5, richtig heiße Nummer scheinbar hier in Vegas, ne, in den USA. Wir sind bei H&R Gewindefahrwerke und die haben diesen Audi SQ5 nochmal ein richtiges Stück runtergesetzt. Ne. Hier steckt ein Coilover Suspension System drin, also Gewindefahrwerk, ne, bietet nochmal mehr Einstellmöglichkeiten und auch nochmal genaueres Fahren und den ganzen Hokuspokus. Das Ding hier haben die 4,5 Inches nach unten gesetzt, also 11,3 Zentimeter rund. Unfassbar. Ne. Und eigentlich sieht das ganze Ding hier gar nicht mehr aus wie ein SUV, sondern wie ein Golf Plus oder sagen wir mal ein Audi SQ Avant. Ne? Sollte Audi mal drüber nachdenken. Unsere Audi-Tour von der CIMA 2015, die schließen wir mal ab hier im Show-and-Shine-Bereich. Das ist ein Bereich, wo die Privatfahrzeuge stehen. Also nichts hier mit der Hersteller und alles teuer, teuer, beziehungsweise ja teuer, teuer, aber eben von Privatpersonen. Hier haben wir einen Audi RS6 stehen, zumindest vermute ich, dass das hier da drunter ist. Da ist ja alles schon ziemlich verbaut, auch wieder Breitbau sieht man. Hier sieht man aber auch, dass das schon ganz schön gelitten hat, das Ding. Ne? Der fährt wahrscheinlich auch viel damit, auch wenn es hier so aussieht, dass es nicht geht, weil er so tief liegt. Aber wir haben gesehen, Akku Air ist da drin, also auch wieder Luftfederung hoch, runter, damit du das Ding ein bisschen bewegen kannst. Bewegen wird bei so einem Auto aber auch schnell schwer, denn wenn man hier sieht, diese Felgen, sieht zwar super geil aus, aber die Reifen, so wie die da drauf sind, ne, da fährst du einen halben Meter, wenn es mal reicht, und puff, ist der Reifen ab oder Luft raus, also brandgefährlich. Was übrigens so laut hier ist, das ist der Bereich, so eine große Fläche, wo direkt hinter Show und Shine auf der CIMA gedriftet wird. Und es ist nicht nur zum Zugucken, es gibt sogar Taxifahrten. Verschiedene Autos wird da angeboten. Was ganz interessant ist, der Focus RS, der von 2016, ne, ist also noch gar nicht gibt, der wird hier schon angeboten. Da kann man auch Taxifahrten mitmachen.